In diesem Video rechne ich zwei leichte Aufgaben zur Zinsrechnung vor. Das sind wirklich leichte Aufgaben, so leicht, dass man da fast gar kein Video zu braucht. Aber jetzt habe ich schon mal angefangen und du solltest auf jeden Fall versuchen, das mal alleine zu machen. Drück auf Pause, rechne die Aufgaben, vergleich mit meinem Ergebnis. Ich lege jetzt mal hier los. Also in beiden Aufgaben ist die Frage, wie hoch sind die Zinsen? Die Zinsen bekommt man, indem man rechnet, also Zinsen ist gleich das Kapital mal den Prozentsatz. P Hundertstel, in diesem Fall wäre das Zinsen gleich, Kapital ist 15.200 mal 4,6%, also 4,6 Hundertstel. Hundertstel, also geteilt durch 100, heißt nichts anderes als Komma um zwei Stellen nach links verschieben. Also 4,6 Hundertstel ist nichts anderes als 0,046. Das Komma war vorher hier, 4,6 und das wird jetzt um zwei nach links verschoben. Und dann ist die Zahl 0,046. Ich kann also hier hinschreiben, Z ist gleich 15.200 mal 0,046. Und das Ergebnis ist Z gleich 699,20 Euro, sagt der Taschenrechner. 699,20 Euro, das sind unsere Jahreszinsen. Das gleiche nochmal mit Aufgabe 2. Wie hoch sind die Jahreszinsen für ein Sparguthaben von 2.800 Euro? Also 2.800 Euro, ich schreibe erstmal K mal P Hundertstel und das ist gleich Z. Also Z ist gleich, Kapital ist 2.800 mal 1,4 Hundertstel. Kann man direkt richtig schreiben als 2.800, Z ist gleich 2.800 mal 1,4,2 nach links ist 0,014. So, und was sagt der Taschenrechner? Er sagt 39,2. Z ist gleich 39,20 Euro. Das sind unsere Jahreszinsen. Eigentlich ist das eine ganz normale Prozentrechnungsaufgabe. Solange wir keine längeren Laufzeiten von mehreren Jahren haben oder sowas, kann man das wie eine ganz normale Prozentrechnungsaufgabe auch mit dem Dreisatz lösen. Ich kann das ja einmal machen. Also man könnte sagen, 2.800 ist 100%. Dann, wie viel ist 1% geteilt durch 100? Wäre 1. 2.800 geteilt durch 100 ist 28 und dann mal 1,4 mal 1,4 und 28 mal 1,4 ist 39,2. Gleiches Ergebnis, geht auch mit dem Dreisatz. Damit sind wir hier erstmal fertig.